Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. Ich habe endlich mein Problem mit meiner blöden Kamera gelöst. Und zwar habe ich mir einfach mal ein anderes Hemd angezogen, wo der Farbunterschied etwas größer ist. Und jetzt funktioniert es auch. Willkommen zur Folge Nummer 3. Ich starte den Timer und wir legen jetzt einfach los. Und zwar gehen wir jetzt durch die Tür. Wir haben diesen Raum, glaube ich, komplett durchsucht. Und ja, wir werden hier einfach mal die Tür öffnen und da reingehen. Wir nehmen den Eimer. Super. Das heißt doch bestimmt, kann man hier was machen? Warum kann ich hier nichts machen? Schrank. Den kann ich öffnen, eventuell. So. Eine Bürste. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Aha. Wir nehmen die Bürste. Kann man hier noch mehr aufmachen? Ist schon auf. Ist schon auf. Ist schon auf. Ist schon auf. Okay, ich glaube, das war's hier. Oder? Was haben wir denn? Spaghetti, ein Brief, die Patentanmeldung. Ah, Moment, da gucken wir nochmal durch. Ja, wir brauchten Toast, Gold, Öl, Essig und Salat. Ich glaube, Öl hatten wir, oder? Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Das haben wir. Ja, ich suche immer noch Red Edison. Wir haben Öl, auf jeden Fall. Wir suchen mal diesen Red Edison-Typen. So, da, bei denen waren wir schon. Wir gehen mal hier entlang. Und, diese Uhr kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir öffnen das mal. Und gehen da rein. Da ist er doch. Der sieht genauso aus wie Dr. Fred. Wir gehen mal zu ihm und quatschen mal mit dem. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor, was machst du da? Ich latsch... Was? Latsch dann mal ein bisschen rum. Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Ein Journal. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Was machst du da? Ich latsch dann. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, so, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir denen vielleicht diese Pläne geben vielleicht können. Wenn du deine Haare kürzer schneidest. Schau an, Red. Sieht beschäftigt aus. Ja, sieht beschäftigt aus. Aber vielleicht können wir ihm diese, gib Patentanmeldung. Ihm. Superbatterie, was? Superbatterie. Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Okay, wir haben Öl. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Öl, Essig und Gold. Okay, wir gucken uns mal hier die. Voll mit Plänen und Müll. Kann man da was mitmachen? Nein. Was? Kann man hier sonst noch irgendwas? Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, kein Problem. Hey!
Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Okay, wir brauchen Essig und unterdessen 400 Jahre später. Jetzt kommt's. Holt mich hier runter! Schon wieder das Gleiche? Okay, da hätten die sich auch noch mal einfallen lassen können. Ja, dann gehen wir mal die Treppe hier hoch und gucken mal, ob wir hier das Essig finden oder so. So, George sleeps here. Was ist denn, wenn wir hier an der Kordel ziehen? Hä? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Hey, ich will mit dir reden. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Hast du auch Putzzeug? Wie die meisten Putzfrauen habe ich es auf meinem Wagen, im Gang. Ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ihr habt bestimmt Essig. Es gibt viel zu tun. Aber wir brauchen George. Genau, wir können vielleicht. So, ich bin fertig. Vielleicht finden wir Gold. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Das könnte natürlich sein, dass man. Es ist durcheinander. Ah. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Und jetzt müssen wir irgendwie schnell raus oder so? Ah nee, jetzt können wir... Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. So, jetzt haben wir was... geklaut. Was haben wir denn bekommen? Seife haben wir bekommen. Okay. Was können wir denn damit machen? Ja, ja. Die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen krummfarbenen Roboteradler darauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Es sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Puh, ich habe mich nie für Geschichte... Puh, ich habe mich nie für... Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Sieht bequem aus. Hier liegt zu viel rum, da kann man nicht schlafen. Wer hat dich gefragt? Sieht beschäftigt aus. Hau ab oder ich stech dich. Hau ab oder ich stech dich. Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Okay, ich glaube, hier können wir erstmal nichts mehr machen. Und wir gehen mal in die nächste Türe. Hier gibt es Pläne. Was haben wir denn da? Was haben wir jetzt bekommen? Eine Weinflasche. Okay. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Ja, ist klar, sonst machst du das auch. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche.
Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Also hiermit kann ich irgendwie nichts machen. Spiegel. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, was? Doch nur ein Kaffeefleck. Wo denn? Da? Keine Ahnung. Schublade. Wahrscheinlich voll mit Unterwäsche. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Das macht doch mal, Junge. Ein Pferd. Hi, Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich will das nicht anfassen. Ich will das nicht anfassen. Das Pferd weicht seine Zähne hier ein. Kann ich da was reintun? Ich will nicht. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Ein Bildhauer. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Ja, das haben wir schon gehört. Halt still, Jet! So. Ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ich bin das Model, soll ich mich jetzt ausziehen? Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Ich bin das Model, soll ich mich jetzt ausziehen? Natürlich sind wir das Model. Ja, wieso sagt er nichts? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Da gab's schon Telefone. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Nein. Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke. Nein. Das ist nicht Medium. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Ja. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Kann ich jetzt hier noch was machen? Das ist der Kopf von Ned oder Jet. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht.
Ob da wohl was zu essen drinne ist? Ich will nicht. Die Jungs würden sich wohl aufregen. Gehen wir mal raus hier. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aber wir suchen ja immer noch Essig und Gold. Jetzt sag nicht, dass die auch noch... Was für eine niedliche Miezekatze. Ja, die 15 Minuten sind schon wieder rum. Wie kann das denn? Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Folge 4 von Day of the Tentacle. Macht es gut, auf Wiedersehen, bis dann. Tschüss.